Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Roblox-Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ihr seht schon im Hintergrund, heute sind wir einfach im Gefängnis. Wir haben einfach eine 100-jährige Haftstrafe bekommen. Sie müssen wirklich 100 Jahre drin bleiben, weil wir einfach nur ein ganz klein bisschen Gold geklaut haben. Meine, das kann mal passieren. Aber ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock hier drin 100 Jahre zu bleiben. Gönnt euch mal. Das Fenster ist super klein. Wenn ich auf Toilette muss, müssen wir das hier in das Stroh reinmachen. Deswegen, wir probieren jetzt einfach mal zu entkommen. Wir müssen da irgendwie hier rauskommen. Es kann ja nicht so schwer sein. Okay, eine Kerze, wir haben ein Bett. Und wir haben einen Hebel. Warte mal. Hä, wie dumm ist das? Also, wer auch immer das Gefängnis entworfen hat. Egal, Leute, wir sind draußen. Ich würde sagen, ey, hier ist noch ein Insasse. Was geht? Ich glaube, der will auch entkommen. Okay, wir können das zusammen machen. Und oha, da unten ist Lava. Wir müssen einmal außen rum. Let's go. Er hat es auch geschafft. Hi, ich bin Henry. Lass uns rauskommen, solange der schläft. Okay, Leute, da ist einer der Sicherheitsleute. Ja, aber er schläft gerade noch. Okay, das war der Checkpoint. Dann würde ich sagen, müssen wir einmal durchs Lava. Beziehungsweise wir müssen hier immer oben auf die Teile drauf. Ist aber relativ easy. Ich meine, wir sind ja Roblox-Specialist. Für uns gar kein Problem. Okay, wieder Checkpoint. Okay, sieht so aus, als wird hier gerade noch irgendwas umgebaut. Deswegen können wir hier wahrscheinlich rüber. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Lava fallen. Aber für uns... Ach, der ist ja noch gar kein Thema. Also bis jetzt super, super easy. Muss einfach nur darauf achten, dass, dass man immer von der Kante aus abspringt. Und dann schaffen wir das auf entspannt, Leute. Checkpoint. Oha, die haben einfach Fallen hier hingebaut. Okay, da dürfen wir nicht runter. Und renn. Und renn. Oh, und die letzte. Okay, die ist ein bisschen schneller. Boah, das war knapp. Wir haben es geschafft. Okay, wir sind wohl auch nicht in einem normalen Gefängnis. Ihr seht es ja schon. Wir sind ja so ein bisschen heute in der Mittelalterzeit unterwegs. Deswegen, wir sind in so einer Art Ritterburg und sind da jetzt quasi im Kerker ganz unten gewesen. Deswegen müssen wir jetzt hier erstmal hoch und kann man hier rausgucken. Okay, die Burg ist wahrscheinlich ein bisschen größer. Da hinten ist noch ein Turm. Wir gehen jetzt einfach mal die Treppen hier hoch. Mal schauen, ob hier irgendwas kommt. Okay, was sagt er? Er sagt, Mist, okay, wir brauchen auf jeden Fall einen Schlüssel, um durch diese Tür zu kommen. Denn, Leute, ihr seht schon, die Tür ist auf jeden Fall zu. Okay, wir müssen genau aufpassen, welche Kiste wir öffnen. Okay, die war es schon mal nicht. Ich würde sagen, es wird die hier sein. Ich kann es riechen. Das war auch die falsche. No. Okay, dann wird es die sein. Es kann nicht die in der Ecke sein. Als ob es die in der Ecke ist. Auf der Seite ist nur eine einzige Kiste. Aber die ist es wohl, Leute. Dann müssen wir uns die holen. Doch, ich glaube, da war der Schlüssel drin. Haben wir den? Da war kein Schlüssel drin. Ah, doch, Key. Let's go, wir konnten den einfach nur aufnehmen. Damit ich sagen, gehen wir mit dem Schlüssel und können die Tür öffnen. Let's go, der Hase. So, weiter geht's auf jeden Fall. Wir können uns erstmal den Checkpoint wieder gönnen. Und ihr seht schon, okay, hier sind Bärenfallen. Da dürfen wir auf keinen Fall irgendwie gegenkommen oder reinkommen. Die hacken uns wahrscheinlich sonst sofort unser Bein ab. Und yo, Alter, was eine kranke Burg. Wie tief geht's da bitte runter? Okay, Leute, ganz ehrlich, hier wollen wir nicht bleiben. Wir wollen wieder zurück zu unseren Freunden und zu unserer Familie. Deswegen beeilen wir uns jetzt ein bisschen. Okay, es sieht so aus, als können wir nur hier runter. Oh, Mist, Leute. Das heißt, wir müssen hier richtig aufpassen, dass wir nicht zu viel Fallschaden bekommen. Das heißt, wir müssen von Stufe zu Stufe runter. Aber das sollte für uns ja kein Problem sein. Oder? Ah, boah, das war schon ein bisschen länger. Boah, als ob wir das schaffen. Das ist viel zu hoch. Wir probieren es aus. Boah, okay, let's go. Okay, es gibt nur einen Ausgang. In der Wand. Boah, stellt euch mal vor, wir würden hier runterfallen. Sieht auf jeden Fall nicht ganz so angenehm aus. Wir rennen weiter. Boah, ich habe gerade voll Angst gehabt. Okay, Checkpoint. Okay, pass auf. Ich höre Traps, also er hört Fallen. Oha! Yo! Hä? Geht die irgendwann runter oder was? Okay, ich glaube, sobald wir die Steine verlassen und runterkommen... Oh mein Gott, es wird schwieriger. Aber entspannt. Ich glaube, sobald wir den Steinboden da unten berührt hätten, wäre die Falle runtergekommen. Aber wir haben es auf jeden Fall noch so gerade geschafft. Jetzt müssen wir mal abchecken. Wo müssen wir jetzt lang? Hier rüber. Oh mein Gott, wie tief es da runtergeht, Leute. Da geht's. Da müssen wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir da nicht runtergehen. Und, oh mein Gott, ich habe es gar nicht gesehen. Hier schwingt so ein Ding. Oh! Alter, haben wir gerade Glück gehabt. Auf entspannt. Und boom. Alter, wir sind einfach krass. Wir sind einfach krass. Okay, jetzt die Frage, wo es lang geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da in das Feuer rein müssen. Ich glaube eher, es gibt... Hier geht's irgendwie... Ne, hier geht's nicht lang. Ich glaube, wir müssen hier rein, Leute. Okay, es war richtig. Okay, es sieht so aus, als wären wir in einem Tempel. Use the Speedpad. Okay, wir gehen jetzt da drüber und können schneller laufen. Dann würde ich sagen, let's go. Oh mein... Warum steht da nicht, dass da irgendwie Feuer oder Gift oder was ist es? Okay, Leute, jetzt. Jetzt schaffen wir es. Und wir müssen direkt springen. Und let's go. Boom. 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 Und springen. Und jump. Okay, jetzt bis oben zur Ecke. Und jump. Und jump. Oh, wir müssen genau bis zur Ecke, Leute. Wenn wir vorher springen, dann schaffen wir es leider nicht. Boah, es ist wirklich Millimeterarbeit. Nein!
Leute, auf Real Talk, es ist nicht einfach. Okay, komm, wir strengen uns jetzt nochmal richtig an, dann schaffen wir es. Boom, boom. Let's go, der Hase. Oh mein Gott, das war gerade schon richtig knapp. Das war auch schon wieder knapp. In letzter Sekunde abspringen. Okay, der war easy. Spring. Und jetzt. Sprung. Und wir haben es ge... Nein, was mache ich denn? Was machen wir denn? Leute. Und das letzte, komm. Boom. Oh. Oh mein Gott, endlich habe ich es geschafft. Jo, es war aber auf Real Talk, es war wirklich schwer. Es war auf Real Talk schwer. Okay, und wieder rein. Und es geht immer noch weiter. Okay, Checkpoint. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch weitergeht. Ich dachte, jetzt kommt so langsam mal das Ziel. Wie kann man da sterben? Warum springe ich nach links? Es macht keinen Sinn. Okay, nächstes Level müssen wir über eine Brücke, aber die ist noch eingeklappt. Ich wette, ah, da oben ist auch schon der Hebel. Let's go, den machen wir runter. Alter, das ist so cool gemacht, das Level. Generell, alles sieht so geil aus mit Lava und so richtig wie früher in so Ritterzeiten. Was heißt Ritterzeiten? Also Lava war jetzt nicht bei Ritterzeiten, aber vom Style her. Yo, da ist einfach ein Drache. Oh mein Gott, Junge. Jetzt macht das auch Sinn, warum hier alles voller Lava ist. Das ist alles wegen diesem Drachen. Okay, aber wir sind gleich draußen. Wir müssen... Okay, ein bisschen aufpassen. Ich darf nicht so viel reden, Leute. Ich darf nicht so viel reden. Let's go. Nächster Checkpoint. Und bam. Und bam. Und bam. Und bam. Okay, das ist easy. Das ist wirklich easy. Und weiter geht's. Jetzt geht's aber wieder runter. Oder? Was ist das? Ah, lol. Oh, zieht uns das hoch? Es zieht uns hoch! Ich dachte schon, wir müssen da runterspringen. Aber es zieht uns einfach hoch, Leute. Okay, da oben geht's rein. Ihr seht schon. Da oben geht's rein. Let's go. Und Job. Okay, Leute, er denkt, das hier ist die Arbeit vom Drachen. Ihr seht schon, der Drache ist direkt vor uns. Hier ist alles voll Lava. Oha, und wenn man das einmal berührt, direkt vorbei. Okay, wir müssen darauf achten, dass wir die Lava nicht berühren. Mann. Und der letzte. Oh, let's go, Leute. Und wir können nach oben. Oh mein Gott, ich hätte mal nach links gehen sollen. Ich weiß gar nicht, ob nach oben richtig ist. Denkt ihr, oben ist richtig? Ja, wir probieren es einfach aus. Jetzt sind wir hier schon oben. Und was ist oben? Der Drache. Okay, Leute, er sagt, wir können nicht um den Drachen rum. Deswegen müssen wir in ihn rein. Als ob wir jetzt in den Drachen gehen. Aber okay. Ich schaff's. Oh mein Gott, wir sind im Drachen. Okay, wir müssen jetzt wohl noch aus dem Drachen raus. Und, oh mein Gott. Checkpoint. Hä? Was war das? Okay, let's go. Nächstes Level. Wir müssen hier drauf, immer. Oh mein Gott, wir dürfen auf keinen Fall die Lava berühren. Man musste vorne aufs Gesicht. Und, let's go. Und komm, zwei noch. Bam. Und, zack, Leute, wir haben es geschafft. Boah, das war wirklich ein schweres Level, weil ich einfach nicht wusste, dass man vorne landen muss. Deswegen, wenn ihr das selber mal ausprobiert, landet auf jeden Fall vorne. Und achtet immer drauf, bei Deathruns immer bis zum Ende zu rennen. Beziehungsweise bei so Parkour-Leveln. Okay, let's go. Checkpoint. Okay, das sieht vom Ding her easy aus, aber... Oh mein Gott, ihr seht schon. Man muss hier auf jeden Fall aufpassen, dass man hier nichts berührt. Aber für uns kein Problem. Und runter. Und wir haben es geschafft, oder? Leute, wir haben es geschafft. Wir sind erfolgreich aus dem Kerker und sogar aus der kompletten Burg ausgebrochen. Und ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, Leute. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr würdet mich damit mega unterstützen. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Haut rein und macht's gut, Leute. Ciao.